Ich habe nichts verkehrt gemacht, weiterzumachen. Und dass ich einfach ein tolles Team habe. Es ist ein Neustart, den noch vor 10 Tagen niemand für möglich gehalten hätte. Wir treffen Doreen Beck und zwei ihrer Mitarbeiterinnen in den neuen Büroräumen ihres Pflegedienstes, den sie innerhalb kürzester Zeit aus dem Nichts neu aufgebaut hat. Sie ist so ein toller Mensch und sie hat eher uns bekräftigt in den ganzen Dingen, in unseren Schmerzen und Gefühlen und Emotionen. Und damit wollten wir einfach zum Ausdruck bringen, dass wir halt sehr dankbar dafür sind, dass es sie als Chefin gibt. Dankeschön. 10 Tage zuvor, wir treffen Doreen im Ahrtal in einem Berg aus Schutt. Hier hatte sie gerade zwei ihrer Dienstwagen wiedergefunden, die von der Flut weggespült worden waren. Genauso zerstört wie die Büroräume. Das Problem ist, ich habe letztes Jahr erst meinen Pflegedienst gegründet. Und ich stehe halt vorm Nix. Entschuldigung. Es ging um ihre Existenz und die ihrer Mitarbeiter. Doch nach unserem Bericht ging alles ganz schnell. Danach kam direkt ein Anruf von dem Pflegedienst aus Celle, die dann gesagt haben, was braucht ihr alles? Und ja, und die waren letztes Wochenende da und haben uns eigentlich alles gebracht. Pflegehilfsmittel, Pflegerucksäcke. Da sind zum Beispiel die Rucksäcke her. Die sind gefüllt mit Blutzuckermessgeräten, Blutdruckmessgeräten, eigentlich alles, was Pflegeherz begehrt. Und ich muss sagen, das hat mir dann auch so den Auftrieb gegeben, dass auch andere Pflegedienste, die jetzt gerade in der Misslage sind, unterstützen. 25 Kilometer von ihrem ursprünglichen Standort entfernt findet Doreen neue Büroräume. Auch Schreibtische, Bürostühle, Laptops und andere Gegenstände hat Doreen gespendet bekommen. Ich muss sagen, unglaublich die Hilfe, die auch jetzt immer noch so nach und nach kommt. Wie jetzt habe ich gestern einen Anruf gehabt, dass wir 2 Autos geschenkt bekommen von einem anderen Pflegedienst. Das ist einfach unglaublich. Auch Bianca, die wir bereits kurz nach der Katastrophe begleitet haben, bewegt die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Menschen. Ich war im Bürgerhaus und die Leute, die sind halt sowas von nett und sagen, bedienen Sie sich ruhig, brauchen Sie eine Tasche, nehmen Sie sich alles. Also das war so, so toll. Also das ist überwältigend. Seit der Flut lebt Bianca umsonst in einem Wohnwagen. Ihre Wohnung, ihr Auto, ihr gesamter Besitz von der Flut zerstört. Vor 10 Tagen war sie am Ende, abgeschnitten von der Außenwelt in ihrer Notunterkunft. Man kann es nicht erklären, man weiß auch nicht, wie es weitergeht. 10 Tage später wohnen Bianca und ihr Sohn zwar immer noch im Wohnwagen, aber jetzt geht es voran. Ich habe jetzt auch wirklich das Glück gehabt, dass ich eine Autospende bekommen habe. Da freue ich mich so dermaßen drüber. Die haben frisch TÜV gemacht. Ja, die nehmen 120, 150 Kilometer auf sich, um mir das Auto zu bringen. Fehlen einem die Worte. Also das kann man gar nicht in Worte fassen, wie dankbar man ist. Ne? Jetzt, da sie endlich wieder mobil ist, kann Bianca sich auch weiter um ihre Wohnung kümmern, die noch immer unbewohnbar ist. Und auch wenn sie der Anblick immer noch schmerzt, inzwischen kann sie positiv denken. So schlimm wie es ist, muss man das halt auch irgendwie als Neuanfang sehen. Ne? Also dich ganz neu aufstellen. Dann freut man sich vielleicht auch darauf, jetzt wieder neu zu starten. Also man muss wirklich den Fokus nach vorne haben, anstatt nach hinten. Das ist ein Kapitel jetzt, was abgeschlossen ist. Und ab jetzt kann man neu starten. Ganz ähnlich geht es auch Doreen. Auch wenn sie durch die Flut viele ihrer Kunden verloren hat und die Existenzängste trotz der Unterstützung wie der geschenkten Autos nicht vom Tisch sind. Ich weiß, es geht weiter und es denken auch andere an mich und die mir Kraft geben. Und deswegen gucke ich mit ganz großem Herzen nach vorne. Doreen und Bianca, 2 Frauen, die sich dank großer Hilfe den Weg zurück in die Normalität kämpfen.